von Asch bis Zips. Der Osten für die Ohren. Podcast des Deutschen Kulturforums Östliches Europa. 10. Folge: Der Osten im Westen. Literarische Schätze aus den Rundfunkarchiven. 1. Teil: Hildegard Maria Rauchfuß, Armin Müller und Christa Wolf. Mit Maria Luft und Jörg-Uwe Fischer. Moderation: Vera Schneider. Hallo, ihr Welle Erdball, wir dort. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Kulturforums Östliches Europa. Sie werden sich vielleicht wundern, dass sich alles so ein bisschen anders anhört als sonst. Das ist Absicht, denn ich versuche gerade funkisch mit Ihnen zu sprechen. Funkisch, das ist ein Wort, das sich der Breslauer Rundfunkpionier Friedrich Bischoff ausgedacht hat. Er bezeichnete damit eine neue Sprache, die alle Möglichkeiten des Rundfunks ausloten wollte, zum Beispiel auch Toncollagen, statt einfach nur Texte zu rezitieren, wie es damals beim Rundfunk üblich war. Damals, das war die Zeit zwischen 1925 und 1933, als Friedrich Bischoff in leitender Position beim Breslauer Rundfunk gearbeitet hat und in seiner Schlesischen Funkstunde innovative Höhen erklomm. Das kurze Zitat in der Mitte stammt aus seinem avantgardistischen Hörstück »Hallo, hier, Welle Erdball« aus dem Jahr 1928. Ich möchte Sie in dieser und der folgenden Folge mitnehmen auf einen Ausflug in die Rundfunkgeschichte, in dem es ganz besonders um das Wirken von Autorinnen und Autoren aus dem östlichen Europa in diesem spannenden Medium gehen wird. Spitzen Sie also die Ohren, es gibt ordentlich was drauf. Hintergrund. Die Interviews für diesen Podcast habe ich im Mai 2022 im Deutschen Rundfunkarchiv am Standort Potsdam-Babelsberg gemacht. Damals fand dort nämlich ein Workshop mit dem Titel »Der Osten im Westen – Deutschsprachige Autorinnen und Autoren aus dem östlichen Europa im Rundfunk nach 1945« statt. Veranstaltet wurde dieser Workshop vom Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa und vom Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut. Mit im Boot waren auch die Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv, die Historische Kommission der ARD und wir, das Kulturforum. Dreh- und Angelpunkt dieses Workshops waren die Biografien und Werke deutschsprachiger Autorinnen und Autoren, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem östlichen Europa nach Deutschland in die 4 Besatzungszonen fliehen mussten und dort später für den Rundfunk arbeiteten. In ihrer literarischen und publizistischen Arbeit reflektierten sie die Erfahrungen von Krieg und Flucht, von Verlust der Heimat und vom Start in einer neuen Umgebung. Im Fokus des Workshops stand die Verknüpfung ihres literarischen Schaffens mit ihrer Arbeit für den Rundfunk, und zwar auch im späteren DDR-Rundfunk, denn auch das war, relativ zu den Regionen, aus denen sie kamen, der Westen. Außerdem wollte der Workshop den Dialog zwischen Wissenschaft und Rundfunkarchiven fördern. Eingeladen waren deshalb sowohl Forschende als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Archiven, was sich auch in unserem Podcast widerspiegeln wird. Ich kann Ihnen in dieser Doppelepisode natürlich nur einen kleinen Ausschnitt aus dem reichhaltigen Workshop-Programm präsentieren. Dafür haben die meisten, die ich interviewen durfte, nach dem Workshop auch noch O-Töne zu ihren Themen besorgen können. Allerdings gibt es bei O-Tönen oft Limitierungen, die mit dem Urheberrecht zusammenhängen, weshalb es manchmal auch nur kurze Schnipsel sind. Wenn Sie mehr möchten, lege ich Ihnen unsere neue Playlist bei Spotify ans Herz. Sie heißt »Von Asch bis Zips – Noch mehr Osten für die Ohren« und ich werde Sie zu gegebener Zeit auch nochmal darauf hinweisen, was genau Sie dort finden. Wenn Sie also bisher immer nur über die Website oder über andere Kanäle unseren Podcast gehört haben, dann kann ich Sie nur ermutigen, sich auch mal bei Spotify umzuschauen. Man kann sich da kostenlos anmelden und muss dann dafür ab und zu Werbung in Kauf nehmen. Hildegard Maria Rauchfuß,
zur Frage des Umgangs mit ihren Breslau-Romanen im Rundfunk in Ost und West. Interview mit Maria Luft, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg. Vor mir sitzt jetzt Maria Luft, die von einer Institution kommt, mit der das Kulturforum schon sehr oft zusammengearbeitet hat. Maria, magst du kurz erzählen, was das für eine Institution ist und was sie macht? Ja, ich arbeite am Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Langer Titel, auch abgekürzt BKGE. Das ist eine Behörde erstmal im Geschäftsbereich der Kulturstaatsministerin. Zugleich sind wir aber auch Ressortforschungseinrichtung und beschäftigen uns eben, wie der lange Name ja sagt, mit der Kultur und der Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Ein sehr weites Gebiet, ein großer Raum, wenn man so will, von Frankfurt-Oder bis Vladivostok oder von Murmansk bis Griechenland, wie das neulich ein Kollege so schön formuliert hat. Also alles, was dazwischen ist. Und es geht aber immer, das ist ganz wichtig, um die Deutschen eben, die dort jeweils gelebt haben und die Verflechtung mit den anderen Kulturen, Sprachen, mit denen sie zusammengelebt haben. Also vom Gebiet her so ähnlich wie das, was das Kulturforum macht, nur dass ihr eher in der Wissenschaft zu Hause seid und wir eben mehr in der Kulturvermittlung. Und da ergänzen wir uns auch ganz schön, so auch bei dieser Geschichte, die ja das BKGE, ich nehme jetzt mal die Abkürzung, federführend mitgestaltet hat, ne? Also mit dem Leibniz-Institut zusammen. Genau, ja. Da gab es auch schon eine Kooperation, auf die wir zurückgreifen konnten, also so eine Art, ich sag mal, Musterveranstaltung. 2015, da gab es schon mal eine Forscherin, Alina Laura Tiefs, die damals sich mit dem Thema Flucht und Vertreibung im Rundfunk befasst hat und das eben mit einer finanziellen Förderung der Kulturstaatsministerin getan hat. Und zwar eben am Hans-Bredow-Institut in Hamburg zusammen mit Hans-Ulrich Wagner. Die Idee zu dem Workshop, ja, die kam durchs Radio. Und zwar gab es mehrere Jahre bei Radio Bremen eine Sendung, die Fundstücke aus dem Archiv präsentierte von Michael Augustin. Zu allen möglichen Zeiten und Themen und Personen, also bunte Mischung. Und ja, es war immer super spannend, muss ich sagen. Ganz kurz, 1,5 Minuten war das Format nur. Und da waren auch häufiger Schriftstellerinnen und Schriftsteller dabei, die aus unseren Regionen, in Anführungszeichen unseren, also sprich aus dem östlichen Europa kamen und die auch dann eben in anderen, mir wenig vertrauten Dialekten zum Beispiel sprachen oder eben einen ganz anderen Ton da wirklich wortwörtlich ins Radio brachten. Und ich habe mich immer wieder, wenn das halt kam, gefragt, ob man, ja, was es da noch darüber hinaus geben könnte im Archiv und nicht nur bei Radio Bremen und dass man eigentlich dieser Frage mal nachgehen müsste und dass es vielleicht spannend wäre, diese Tondokumente näher zu sichten. Du bist hier einerseits als Vertreterin des BKGE, aber andererseits auch als Journalistin und Interessierte an einer bestimmten Autorin. Das ist Hildegard Maria Rauchfuß. Ja, ich bin auf sie gestoßen, weil ich in einem anderen Zusammenhang zu Breslau nach Literatur gesucht habe über die 30er und 40er Jahre Beschreibungen der Stadt aus dieser Zeit und stieß dann eben auf ihre beiden Romane, die sie darüber geschrieben hat, also über ihre ja im Endeffekt autobiografischen Erfahrungen. Da gibt es zwei Bücher, eins von 1968, das heißt Schlesisches Himmelreich, ironisch gemeint in dem Fall, weil das, was sie beschreibt, ist alles andere als himmlisch. Es geht halt um ihre Jugend eben in der Zeit des Krieges, des Nationalsozialismus in Breslau bis zur Flucht und Vertreibung. Und der zweite Roman heißt Fischer auf den Zweigen, der ist 1980 erschienen. Und das ist sozusagen die Fortsetzung. Da wird also die Geschichte dieser Protagonistin weitererzählt und zugleich schildert der zweite Roman auch die Entstehungsgeschichte des ersten, also eine Recherchereise nach Wrocław, dann also in die heute polnische Stadt. Diese beiden Romane habe ich gelesen und parallel lief einfach die Vorbereitung des Workshops und irgendwann kam dann die Idee, eigentlich passt es genial auch in diesen Workshop rein. Und Hildegard Maria Rauchfuß ist 1918 in Breslau geboren, stammt aus einer bürgerlichen Familie und der Vater war Offizier, die Mutter war Französin und sie ist also nach Leipzig gekommen nach der Vertreibung. Mit den Eltern ist sie, als Breslau zur Festung erklärt wurde, nach Bad Warmbrunn, also Niederschlesien, Cieplice, heute Stadtteil von Hirschberg, Jelenia Gura.
Und von dort aus dann eben nach Leipzig. Und erst in Leipzig hat sie angefangen zu schreiben. Und interessant fand ich diese beiden Romane aus zwei Gründen. Zum einen, sie hat angefangen zu schreiben, eben in Leipzig, und war dann auch 48 bis 52, war sie Mitarbeiterin des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Also einmal war sie selber Rundfunkmitarbeiterin und hat dann, ja, weil offensichtlich ein oder das weiß ich noch nicht so genau, oder zwei Erzählungen im RIAS, also sprich im Feindsender sozusagen veröffentlicht worden sind, wurde sie 1952 entlassen beim MDR und von dem Moment an war sie freie Schriftstellerin und hat dann eben unter anderem diese Romane, diese Breslau-Romane geschrieben, aber relativ spät. Und ich fand es insofern, das ist dann der zweite Punkt, eben dieses Motiv Breslau, der Osten, also DDR auch Westen natürlich, also von der Perspektive der Heimat Schlesien her gesehen, ja auch westlich gelegen. Wie wurde das aufgenommen? Also wie ist dieses Thema angekommen? Im Osten war ja nicht von Vertriebenen die Rede, sondern von Umsiedlern. Und es heißt immer, das Thema sei nicht vorgekommen oder tabu gewesen. Und also diese Romane zeigen ja, dass das irgendwie so nicht sein kann. Und es gibt natürlich auch noch mehr, wie ich dann festgestellt habe inzwischen. Aber der Roman Schlesisches Himmelreich, ja, der hatte 8 Auflagen erlebt, insgesamt 90.000 Exemplare. Also das war schon sehr intensiv rezipiert. Und 1980 der zweite, ja, ist auch wohl gut angekommen. Und beide Romane passten natürlich in das DDR. Narrativ, das sozialistische Leben sozusagen als das Vorbild darzustellen, wobei diese Romane keineswegs, also würde ich nicht als Propagandaschriften oder sowas bezeichnen, sind super spannend zu lesen, auch aus heutiger Sicht, aber sie ist natürlich mit dem grundsätzlichen Gesellschaftsmodell ist sie natürlich einverstanden, das ist schon klar. Sie ist aber im Unterschied zu den westlichen, ja, literarischen Werken, sage ich mal, zu dem Thema, sehr viel kritischer und sie hat auch ganz andere Blickwinkel, also andere Motive, die vorkommen. Zum Beispiel, dass sie dieser Roman praktisch als einzige jüdische Orte in Breslau überhaupt einbezieht. Oder sie stellt die Pogromnacht 1938 dar. Und tatsächlich war es in ihrer Biografie so, dass sie die Schule, das Lyzeum kurz vor dem Abitur verlassen musste, weil sie sich für eine jüdische Freundin eingesetzt hat. Das kommt auch in diesem Roman, dieses Motiv kommt auch davor und ist ganz wichtig, weil sie sich persönlich eben dieser Freundin verbunden gefühlt hat natürlich und auch schuldig gefühlt hat für deren Schicksal. Sie hat nämlich dieser Freundin später eine kleine Katze geschenkt und also als die Familie schon sehr isoliert war und die Freundin eben sich über dieses Tier besonders gefreut hat. Und tatsächlich war aber die Katze der Anlass für die Denunziation der Familie, denn Juden durften keine Haustiere halten. Und so hat sie sich eben schuldig gefühlt an dem Schicksal der Familie, dass ja, sie im Endeffekt deportiert worden sind. Interessant ist vielleicht, das kann man noch ergänzen, dass in der DDR es 3 Phasen gibt. Direkt nach dem Krieg gab es eben Publikationen zu diesem Flucht- und Vertreibungsthema. Oder Flucht oft. Und hier, also Schlesisches Himmelreich schildert ja auch die Vertreibung. Das ist auch der erste Roman wohl, in dem es so geschehen ist, dass eben beide Schwerpunkte vorkommen. Und dann gab es eine zweite Phase bis etwa 1975, in der wenig erschienen ist zu solchen Themen. Und dann erst wieder eben danach so eine, ja, zweite, also Welle in Anführungszeichen. Und also erstaunlich ist ja, dass in der Zeit, wo praktisch dieses Tief war, eben genau Schlesisches Himmelreich erschienen ist. Und dazu gibt es eine Information, dass in der Zeit die SED wohl sich speziell positionieren wollte gegen die Heimatvertriebenen oder Landsmannschaften, Verbandsaktivitäten im Westen. Und wichtig ist aber, also ich finde, wenn man es liest, jetzt aus heutiger Perspektive, dass man es wirklich nicht in dem Sinne politisch, also als Ost-West-Gegensatz liest, sondern diese ungewöhnlichen Themen, die vorkommen, aber eben auch, und so wollte die Autorin es wohl auch verstanden wissen, als eine, ja, es ist eine Entwicklungsgeschichte, es ist eine Geschichte, die akzeptiert, dass diese Zeit vorbei ist. Das unterscheidet sich sicher, also diese Art des Umgangs unterscheidet sich definitiv mit dem, wie es im Westen oft passiert ist. Das ist natürlich eine beachtliche Zahl, 8 Auflagen für dieses Buch.
Es gibt noch ein Werk von Frau Rauchfuß, das noch viel, viel verbreiteter ist und das viel mehr Menschen kennen, vielleicht ohne es zu wissen. Ja, ja. Ja, also das ist ja jetzt nur ein kleiner Ausschnitt überhaupt aus ihrem literarischen Werk. Sie hat sehr, sehr viele Genres auch bedient. Sie hat auch fürs Fernsehen Fernsehspiele geschrieben. Sie hat Liedtexte geschrieben und das wirst du meinen, nehme ich mal an. Also das bekannteste ist, denke ich, die Vertonung eines Gedichts von Hildegard Maria Rauchfuß, das Gedicht von 1945 Am Fenster. Und das wurde von der DDR-Band City vertont und war eben ein ganz großer Erfolg dieser Band. Und das hat zu einer irgendwie Symbiose geführt in einer gewissen Hinsicht über die Zeiten wohl. Und ich habe sogar gelesen, dass die Band dann auch zu ihrer Beerdigung gespielt hat. In Leipzig ist sie gestorben, ja. Gut, dann vielen herzlichen Dank, liebe Maria, für das schöne Interview und auch für die Einladung zu diesem Workshop. Ich fühle mich jetzt sehr bereichert. Super, ja, ich finde es toll, dass wir diese Möglichkeit haben. Bei dem ersten Projekt, was ich vorhin erwähnt habe, da gab es dann nachher eine CD. Und wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, in dem neueren Format Podcast auch etwas von dem Workshop über dieses Gebäude hinaus in den Äther zu tragen, sozusagen, dann ist das ja auch sehr schön, finde ich. Große Sache. Herzlichen Dank dafür. Fundstück. Solche Momente, wie zum Beispiel ich gestern hatte, ich hatte so meine Depression, ich lache schon über mich selber und gucke zufällig zu einem großen Fenster bei uns im Garten und da war nur rosafarbene Wolken in den verschiedensten Figuren. Und da habe ich so reingedacht, was das sein könnte. Das ist vielleicht Pegasus jetzt in rosa, hier sind die Flügel, aber wie sich das verändert, jetzt lässt er die Flügel langsam fallen. Das war richtig schön. Nach 10 Minuten guckt die raus, war alles weg. Da habe ich gedacht, wie im Leben, ne? Sie hörten den Beginn der Sendung »So anders fällt das Licht am Fenster«. Ein Porträt der Leipziger Schriftstellerin Hildegard Maria Rauchfuß. Die Sendung von Ulrich Kiel wurde am 3.2.1998 aufgenommen und wurde uns freundlicherweise vom Archiv des Mitteldeutschen Rundfunks zur Verfügung gestellt. Herzstück dieser Sendung ist ein langes Interview mit Hildegard Maria Rauchfuß und Maria Luft hat daraus einige Passagen für sie ausgewählt. In der nächsten Passage hören wir, wie Hildegard Maria Rauchfuß sich an ihre Ankunft in Leipzig erinnert. Ich krabbelte aus dem Waggon raus, der zugefroren war und erst wieder aufgeschweißt werden musste und sagte zu einem, der da stand in Uniform, ein Polizist, wo sind wir denn hier? Und er sagte Leipzig. Und da muss ich ehrlich sagen, dass ich auch nicht genau wusste, was Leipzig ist. Also ich hatte zwar das Wort Bach im Kopf, aber das war auch alles. Und da musste man sich eben dann sehr durchkämpfen. Das fing an, ich hatte meine Eltern noch, Wohnung, Menschen, Kontakte. Und ich habe dann angefangen, weil ich das in Breslau schon gemacht hatte, als Buchhalterin. In der folgenden Passage aus dem Interview sind wir immer noch in Leipzig. Hildegard Maria Rauchfuß ist Buchhalterin bei Foto Hane in der Grimmarschen Straße und erinnert sich an den Zufall, der zu ihrer Entdeckung als Lyrikerin führte und ihr letztlich den Weg zum MDR ebnete. Dort war aber eine Toilettenfrau auf dem Handelshof, die mich dann mal fand, als ich vor Hunger eben auf dem Pflaster lag. Und ich sagte, Sie kommen jetzt jeden Tag rein. Und da bekommen Sie einen Kaffee und ich besorge Ihnen auch ein Ei. Und da habe ich ihr Gedichte vorgelesen. Und da war die immer so gerührt, dass sie weinte. Sagte, also eine Zeitung haben Sie natürlich auch nicht. Ich lese Ihnen jetzt mal was vor. Hier gibt es eine Volkshochschule. Und da suchen die Talente. Da bin ich tatsächlich hingegangen. An diesem Abend ein gewisser Dr. Sachse, und da waren 200 Menschen drin, ist jemand unter den Anwesenden, der schon ein Gedicht mal versucht hat zu schreiben? Da denke ich, ich habe ja 200 mitgebracht. Im folgenden Ausschnitt aus dem Interview hören wir, wie sich Hildegard Maria Rauchfuß an ihre Entlassung durch den MDR erinnert
und wie sie in ihr Dasein als freie Schriftstellerin gestartet ist. Ich kam in Funk und alle machten einen Bogen um mich. Und da bin ich zum damaligen Chef und habe gesagt, was ist eigentlich hier los? Und da hat er gesagt, ja, aus deinem Jahrmarkt ist im Rias gelesen worden. Na Mann, nun nicht weinen, ich komm mal runter. Und da hat er alle versammelt. Und das ging dann so. Kollege so und so, Sie haben Krebsohlenschuhe an, die sind auch nicht hier gekauft. Und Sie, Kollege so und so, essen Erdnüsse, die haben... So ging das weiter. Das hat, Hans Rusch war ja also der Leiter, uns beiden nichts genützt. Er wurde sehr krank danach, kriegte Herzanfälle. Und mir wurde gesagt, wir wollen Sie hier nicht mehr haben. Und da habe ich meinen Schreibtisch entleert und habe meine Mappen genommen, bin gegangen. Und da fing das echte Freischaben da an. Im nächsten Ausschnitt aus dem Interview erinnert sich die Autorin an den Umgang mit ihren Büchern nach 1990. Und ich hatte dann vor 3 Jahren eine Lesung in Düsseldorf im Europäischen Kulturhaus, knallvoll. Und da sagte jemand, diese schlesische Simmelreich, wo gibt's denn das und wo gibt's denn das? Und da habe ich erzählt, dass das also sehr weh getan hat in Leipzig, dass Buchhandlungen alle Bücher auf die Straße geschmissen haben. Es regnete drauf, unter anderem Fotobände, Goethe, Schiller, alles lag da. Das ärgert mich heute noch bis zum Wahnsinn. Und da war eine Frau in Düsseldorf, eine Frau Dr. was weiß ich, und die sagte, das ist ja wie die Bücherverbrennung gewesen. Ich sage genau das. Und das hängt einem immer noch an. Um dieses Fundstück nicht mit dieser doch sehr traurigen Erinnerung von Hildegard Maria Rauchfuß enden zu lassen, springen wir jetzt in der Zeit nochmal zurück in die 1970er Jahre, nämlich um die Geschichte rund um den Song Am Fenster. Die Gruppe City war 1972 in Ost-Berlin gegründet worden und hat mit diesem Titel ihren Durchbruch geschafft. Das war im Jahr 77. Komponiert wurde der Song schon 1974. Allerdings waren die Verantwortlichen bei Amiga, der Plattenfirma der DDR für Unterhaltungsmusik, der Meinung, dass die Länge von 7 Minuten viel zu lang wäre für eine normale Single, sodass der Song zunächst mal auf Konzerten gespielt wurde. Das war aber so erfolgreich, dass man sich dann doch für eine Single-Veröffentlichung entschieden hat. Der Song stürmte dann nicht nur die DDR-Hitparade, sondern war auch in Westdeutschland, in Griechenland und sogar in Zypern erfolgreich. Wir gehen jetzt nochmal rein in das Interview und hören uns an, wie sich Hildegard Maria Rauchfuß an die Begegnung mit der Gruppe erinnert. Ich bin eigentlich damals sehr erstaunt gewesen, dass die Gruppe City das, ich möchte mal so sagen, herausgefischt hat. Das spielte sich so ab, um das mal ganz kurz zu sagen, dass ich angerufen wurde aus Berlin, ob ich zum Bahnhof kommen möchte, zum Ostbahnhof. Die Gruppe City wollte mich begrüßen. Und dann bot sich mir folgendes Bild. Gruppe City in hellen Anzügen mit Blumen bewaffnet, umarmten mich und dankten mir. Und der Gugow, der hatte das gefunden und es passte also, wie sie mir dann sagten, in der Wohnung, wo wir uns alle versammelten, passte also haargenau auf die auch schon melancholische Melodie. Es ist natürlich so, dass das Geigensolo mitreißend wirkt und auch das nochmal ausschöpft, dieses Herumsuchen nach Möglichkeiten und Verlassenheit. Und der Regen spielt natürlich eine große Rolle, auch immer in meinem Leben. Also wenn es regnet, bin ich melancholisch. Interessant ist, dass dieses Lied auch Menschen in der DDR mochten, die eigentlich lieber Westradio hörten. Für uns war es so eine Art Fernwehhymne. Wahrscheinlich durch diese Mischung aus fremdartiger Musik und melancholischem Text. Besonders in Erinnerung haften blieb da die Zeile »Flieg ich durch die Welt«. Dabei wussten nur wenige um die Geschichte des Textes und auch ich muss gestehen, dass ich jetzt mit diesem Hintergrundwissen aus dem Workshop den Text nochmal ganz anders höre. Denn eigentlich handelt er zumindest auch von der Sehnsucht, ein Zuhause zu haben und gar nicht so sehr vom Fernweh. Ich nutze jetzt nochmal das Zitatrecht und spiele Ihnen eine Strophe vor, in der das besonders deutlich wird.
fassen, tief im Blute fühlen. Dies ist Meinung, es ist nur durch dich. Klagt ein Vogel, ach, auch mein Gefieder. Nest der Regen, flieg ich durch die Welt. Flieg ich durch die Welt. Flieg ich durch die Welt. Die Version von Am Fenster, aus der wir eben einen Ausschnitt gehört haben, ist übrigens brandneu. Die wurde nämlich 2022 eingespielt mit den Berliner Symphonikern zusammen und ist auf dem Doppelalbum Die letzte Runde erschienen. Den ganzen Song können Sie in dieser interessanten neuen Version auf unserer Spotify-Playlist hören. Ausgeklammert. Kein Recht auf Heimat jenseits von Oder und Neiße im DDR-Rundfunk. Interview mit Jörg-Uwe Fischer vom Deutschen Rundfunkarchiv Potsdam, Frankfurt am Main. Ja, vor mir sitzt jetzt Jörg-Uwe Fischer, der hier im Haus als Archivar arbeitet. Ich kann mich erinnern, dass wir eigentlich ursprünglich in Frankfurt am Main diesen Workshop machen wollten. Wir sind dann nach Babelsberg gekommen, was ich sehr schön fand, weil es dadurch für mich ein Heimspiel war. Vielleicht können Sie uns kurz mal erzählen, das ist ja eine gemeinsame Institution, ob es da Trennungen gibt oder Arbeitsteilungen oder ob man das nur im Zusammenhang betrachten kann, die beiden Standorte. Also das Deutsche Rundfunkarchiv ist eine Gemeinschaftseinrichtung der ARD. Die beiden Standorte unterscheiden sich hauptsächlich in Bezug auf ihre Bestände, die sie haben. In Frankfurt Reichsrundfunkgesellschaft, also die Audiobeiträge, die erhalten geblieben sind. Und in Babelsberg liegt unser Schwerpunkt auf Programmvermögen von Hörfunk und Fernsehen der DDR. In Frankfurt ist der Bestand bis 1945 und bei uns hier in Babelsberg ist er, wenn man so will, ab 1945, weil am 13. Mai 1945 ging der Berliner Rundfunk auf Sendung und reicht dann bis zum 31. Dezember 1991, wo die beiden Sendeeinrichtungen der DDR eingestellt wurden. Also das war einmal in Berlin-Adlershof der Deutsche Fernsehfunk und in Berlin-Oberschöneweide das Funkhaus Berlin. Und am 1. Januar 1992 hat damals noch die Rundfunkarchive Ost die Aufgabe übernommen, dieses Programmvermögen DDR-Rundfunk zu sichern, zu sichten und zu erschließen. Programmvermögen heißt so viel wie Mitschnitte, Typoskripte, alles rund um die Sendungen, die gelaufen sind. Also richtig, die gesamte Bestandsbreite in Wort, Bild und Schrift. Und unsere Aufgabe, dieses Sichern, ist wörtlich zu nehmen. Die ganzen Außenstudios, Rostock, Halle, Leipzig und so weiter, die wurden alle beräumt. Es wurde alles in Berlin zusammengeführt. Und dann haben wir angefangen mit Sichten. Was ist es eigentlich? Und mit dem Erschließen sind wir bei bestimmten Beständen sind wir heute noch zugange. Es ist einfach unheimlich viel Material. Man darf nicht vergessen, ab 45 Rundfunk, ab 52 Fernsehen in der DDR, jeweils bis 91 mit mehreren Programmen beim DDR-Fernsehen, ab 68 mit dem zweiten Programm. Da ist schon was zusammengekommen, obwohl die Lücken natürlich auch ganz beträchtlich sind. Was würden Sie denn jemandem raten, der sich entweder privat oder auch beruflich für deutsche Kultur und Geschichte im östlichen Europa interessiert und gern wissen möchte, welcher Autor, welche Autorin da im Rundfunk aktiv war? Wie könnte man da rangehen? Also generell gilt, unsere Bestände sind zugänglich. Der Nutzer, die Nutzerin wendet sich mit ihrem Anliegen an uns mit möglichst präzisen Angaben, also ein Namen, ein Titel. Im Idealfall ist der Name oder der Titel in der Datenbank erfasst, aber es gibt auch noch unerschlossene Bestandsgruppen,
was wir aber dann ausgleichen praktisch durch unsere Bestandskenntnisse. Das heißt, wenn ich es in der Datenbank nicht finde, dann weiß ich, das könnte in dem Bestandsteil sein, der noch nicht erschlossen ist. Und dann bekommt der oder diejenige auf jeden Fall eine Bestandsauskunft. Das und das ist da. Und generell gilt auch, wenn Sie hier vor Ort das Ganze nutzen, als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler, dann entstehen Ihnen auch keine Kosten. Das heißt, Sie können hier hören, Sie können sehen, Sie können die schriftlichen Unterlagen einsehen, unser Pressearchiv zumindest einsehen, Bildarchiv nutzen und so weiter und so fort. Für Privatpersonen ist es etwas anders. Auch die bekommen eine Bestandsauskunft. Allerdings geht das Ganze dann über die Werbetochter des ABB und wird dort dann entsprechend abgerechnet. Eine Stärke unseres Archivs, und das ist auch unsere Aufgabe als Archivware, als Dokumentare, dass wir die Nutzer, die Nutzerinnen darauf aufmerksam machen, dass unsere Bestände, die wir hier in Babelsberg haben, über den Titel miteinander verklammert sind. Das ist unsere Stärke. Weil viele haben nur den Blick auf ein bestimmtes Audio, wollen nur ein Hörspiel hören. Und wenn wir dann sagen, also es gibt nicht nur das Hörspiel, sondern wir haben auch die Rezensionen dazu und es gibt auch das Manuskript mit den entsprechenden Korrekturen. Sie waren hier bei uns als Archivar, aber Sie haben auch einen Vortrag gehalten zu einem speziellen Thema. Der hatte einen ganz interessanten Titel, der war so ein bisschen polemisch oder stellte eine Frage, ja. Ausgeklammert, kein Recht auf Heimat jenseits von Oder und Neiße im DDR-Rundfunk. Das war so die These. Zu welchem Befund sind Sie gekommen? Also man spricht ja oft davon, dass dieser Teil der Geschichte in der DDR tabuisiert wurde. Ist das auch Ihre Wahrnehmung? Also ich habe dieses Ausgeklammert ganz bewusst gewählt, weil gerade so den Schwerpunkt, den ich gelegt habe, nämlich auf den Heimatbegriff, so das Erinnern, das öffentliche Erinnern an die alte Heimat, war ja ein Tabu. Anders sehe ich das bei den Themen Flucht und Vertreibung. Da findet man immer wieder so Eintragungen, wurde totgeschwiegen. Und das kann ich irgendwie nicht bestätigen, weil es gibt etliche Publikationen über die Jahre, die sich gerade mit dem Thema Flucht und Vertreibung beschäftigt haben. Es gibt namhafte Autorinnen, Autoren, ich nenne jetzt nur mal Christa Wolf zum Beispiel. Anders sieht es aus mit diesem Erinnern an die alte Heimat. Also so dieses Landsmannschaftliche. Aus der Bundesrepublik kennt man so die Vertriebenenverbände und ihre Treffen und ihre Trachten und das Erinnern an die alte Heimat. In der DDR war das tabuisiert. Und trotzdem gab es und wurde eben auch, und das war mein Schwerpunkt, und wurde eben auch im Rundfunk vorgestellt. Das heißt, die Autorinnen, die Autoren, die wurden eingeladen, ihre Bücher vorzustellen und daraus zu lesen. Es waren drei Beispiele, die ich ausgewählt habe. Das war einmal die Elisabeth Schulz-Simrau, geboren in Königsberg, mit ihrem Roman Suche nach Karalauci, Report einer Kindheit von 1984. Es war der Roman Wir Flüchtlingskinder von Ursula Hönsch-Harendt, publiziert 1985 als Roman, zuvor als Erzählung, und es war der Roman Der Puppenkönig und ich von Armin Müller, in dem der Autor den schlesischen Dialekt zur Literatursprache erhoben hat. Und obwohl gerade so dieses, ich nenne es mal landsmannschaftlich, in der DDR ein Tabu war, konnten die ihre Bücher vorstellen. Und was mir aufgefallen ist, ich meine, die Autoren sprechen in den Sendungen sehr konzentriert und wohl überlegt. Eine Autorin sagt, also es sollen auf gar keinen Fall alte Wunden aufgerissen werden, aber es ist wichtig, dass man über das Thema redet. Gut, dann vielen Dank, Herr Fischer, und vor allem auch für die Gastfreundschaft hier. Also ich kann jedem nur empfehlen, mal im Rundfunkarchiv vorbeizukommen. Sie sind ja auch öffentlich, das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie einen Zweck nachweisen, wenn man hierher geht. Oder wie ist das? Nach Terminabsprache. Terminabsprache ist wichtig. Also nicht einfach hier vor der Tür stehen und sagen, ich suche. Und da reichen unsere Kapazitäten, personellen Kapazitäten nicht aus. Einfach eine Anfrage per Mail an uns richten, die Bestandsauskunft abwarten und alles Weitere sehen wir dann, ob ein Termin vor Ort erforderlich ist oder
Wenn es nur um, ich sage jetzt mal, um Kleinigkeiten geht, ob man die dann nicht auch digital über Streaming zur Verfügung stellen können oder wie auch immer. Gut, dann herzlichen Dank und ich hoffe, dass das breit genutzt wird und dass Sie viele qualifizierte und genaue Anfragen bekommen. Vielen Alles Dank. Klar, ich danke Ihnen. Danke. Tschüss. Tschüss. Fundstück. Unser Fundstück ist eine Sendung über Armin Müllers Roman »Der Puppenkönig und ich«, die in der Reihe »Autoren kommen zu Wort« am 27.07.86 im Berliner Rundfunk ausgestrahlt wurde. Die Redaktion hatte Dunja Welke. Gelesen hat aus dem Buch Christoph Matthias Lau, ein bekannter Rundfunk- und Synchronsprecher der DDR. Ich bin sehr dankbar, dass wir diese Hörprobe bekommen haben, denn das Archivgut aus dem Deutschen Rundfunkarchiv ist normalerweise für Podcasts nicht zugänglich, weil man niemals weiß, in welcher Form diese Podcasts heruntergeladen werden. Deshalb nochmal ein besonderer Dank an Martina Seidel und Jörg-Uwe Fischer, dass wir diese Hörproben im Rahmen des Zitatrechts verwenden dürfen. Armin Müller ist 1928 in Schwiegnitzer in der Provinz Niederschlesien zur Welt gekommen und kam 1945 als sogenannter Umsiedler nach Weimar. Er hat sich als einer der ersten DDR-Autoren mit dem Thema Vertreibung beschäftigt. Der Roman »Der Puppenkönig und ich« ist stark autobiografisch und handelt von einem 16-jährigen Jungen, der in einem idyllischen, überschaubaren Dorf im schlesischen Eulengebirge aufwächst. Geprägt wird sein Leben von der Figur seines Großvaters, einem alten Puppenspieler namens König, der zum Unterhalt der Familie beiträgt, indem er sogenannte »Biemsche Manneln« bastelt. Das sind fingergroße Puppenfiguren. Der Großvater formt nicht nur diese Figuren, sondern auch die Welt des Jungen mit seinen spannenden Erzählungen und Märchen. Doch diese Idylle wird jäh zerstört, als die Realität in Form des Krieges über das Dorf hineinbricht. Und der Junge ist dem auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Die Vorzeichen dieser Katastrophe werden in unserer ersten Hörprobe beschrieben, in der auch der schlesische Dialekt zu hören ist, den Jörg-Uwe Fischer erwähnt hat. Es geht hier um das Stadtmädchen Gesine, die erste Liebe des Jungen, die krank ist und deshalb zur Erholung ins Eulengebirge gekommen ist. Gesine ist die Tochter eines regimekritischen Abgeordneten und aus diesem Grund verweigert der bisherige Milchlieferant der Familie die Versorgung mit dem dringend benötigten Nahrungsmittel. Ich redete mich heimlich in eine solche Wut hinein, dass Großmutter mich ansah und fragte: »Junge, was hast denn?« In diesem Moment glaubte ich wirklich, Gesine würde in ihrem Bett sterben müssen, wenn sie keine Milch bekäme. Das sagte ich auch. Und Großmutter lief gleich zu Großvater in die Werkstatt. Der rief mich zu sich. »Es wird ihr nicht passieren«, versicherte er. »Ihre Milch wird sie kriegen.« Er sagte das mit einer solchen Bestimmtheit, dass ich mich zu ihm auf den Schemel setzte und ihn dankbar ansah. Draußen war es dunkel. Das Licht brannte auch am Tage. Und Großvaters Bart schimmerte wie Schnee. Er formte seine biemschen Manneln. Ich zog die Schüssel mit dem aufgeweichten Papier heran und ging ihm zur Hand. »Der liebe Gott«, so hörte ich ihn sagen, »wird dem Madel schon helfen.« Abends stand der alte Spindler in unserem Flur. Er trug eine Pferdedecke überm Arm. Als er sie herunternahm, kam eine Milchkanne zum Vorschein. »Es ist halt nur Milch von der Ziege«, murmelte er. »Aber sie wird dem Madel Gute tun.« Dabei strahlte er über sein unrasiertes Gesicht. »Schönen Gruß auch von Lenchen.« Ich sah, wie Gesines Mutter zu weinen begann. Spindler murmelte: »Ich tu die Kanne jetzt jeden Arm bringen.« Großvater zog ihn in die Werkstatt. Über die Schulter rief er Großmutter zu, sie sollte die Flasche mit dem Korn aus dem Küchenschrank holen. Und zwei Tippel. Der Ich-Erzähler gerät in den letzten Kriegstagen in russische Gefangenschaft und wird deportiert. Auf dem Weg nach Sibirien unternimmt er mehrere Fluchtversuche und einer gelingt dann schließlich.
Auf der Suche nach Essbarem trifft er auf den verwundeten polnischen Jungen Staszek. Sie haben natürlich am Anfang große Verständigungsschwierigkeiten, aber schließlich tun sich der schlesische Junge und der 19-jährige Pole zur gemeinsamen Flucht gen Westen zusammen. Sie meistern gemeinsam bedrohliche Situationen, aber bekommen auch Hilfe von Fremden. Wie etwa von einem alten polnischen Fischer, in dessen Obhut sich Staszek von seinen Verwundungen erholen kann. Hier setzt dann auch unser zweiter Ausschnitt ein. Im Morgengrauen, wenn Vögel und Frösche um die Wette riefen, ruderte ich mit ihm auf den See. Wir befestigten das Netz an den Pfählen und er redete auf mich ein. Ich nickte ihm zu, obwohl ich kaum etwas verstand. Wer weiß, was er mir sagte. Vielleicht erzählte er mir von seiner Frau. Vielleicht nannte er mich in aller Freundlichkeit einen Idioten. Vielleicht auch redete er nur mit sich selber. Dabei kam es mir vor, als kehrte ein Wort häufiger wieder als andere. Schlonsk. Der Vogel stand über uns, als ich Staszek fragte, was Schlonsk bedeutete. Staszek sah mich verwundert an und sagte, Schlesien. Und was machst du, fragte ich Staszek, wenn aus Rawitsch Antwort kommt, wenn deine Eltern sich melden? Dann wir machen uns auf die Strümpfe und los. Ich musste lachen. Auf die Socken, verbesserte ich ihn. Der Gedanke, Staszek zu verlieren, versetzte mir einen Stich. Zum Glück hatten wir noch ein weites Stück Weg gemeinsam. Rawitsch lag ungefähr an der Linie, die vom See des Alten über Bug, Weichsel und Oder bis ins Eulengebirge wies. Von Rawitsch zur Grenze war es nur ein Katzensprung, zur Himmelsstiege nicht weiter als 100 Kilometer. Was bedeutet das schon in einer Zeit, da Eisenbahnen und Autos fuhren? Außerdem Frieden war. Da spielten Grenzen keine Rolle. Ich würde ihm die hohe Eule zeigen, das Guckei und die Pfennigbaude. Schöpsenfleisch sollte er probieren und Streuselkuchen. Und die Taschen wollte ich ihm vollstopfen mit Bimschenmandeln. Im Erscheinungsjahr 1986 ist das Buch beim Lesepublikum und bei der Kritik gleichermaßen gut angekommen. Vielleicht auch, weil Müller die offizielle Version brüderlicher Zusammenarbeit zweier sozialistischer Staaten hinterfragt hat. Seinem Wunsch nach Versöhnung trug eine polnische Ausgabe Rechnung und 2004, ein Jahr vor seinem Tod, wurde Armin Müller auch zum Ehrenbürger seiner Geburtsstadt Schweidnitz-Świdnica ernannt. An dieser Stelle sei noch nicht verraten, wie die Geschichte ausgeht. Das Buch ist nämlich gebraucht erhältlich und lohnt auch heute noch die Lektüre. Bonus. Jörg-Uwe Fischer hat im Interview auch Christa Wolf erwähnt. Sie war zwar nur am Randthema des Workshops, aber gehört unbedingt dazu, wenn wir von der Aufarbeitung von Flucht und Vertreibung in der DDR-Literatur sprechen. Christa Wolf wurde 1929 in Landsberg an der Warthe, Gurdzisław Wielkopolski, geboren und gehört zu den bedeutendsten deutschen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Ihr erzählerisches und essayistisches Werk ist sehr umfangreich, wurde in viele Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Unter anderem auch dem Georg-Büchner-Preis und dem Deutschen Bücherpreis für ihr Gesamtwerk. Christa Wolf starb 2011 in Berlin. Für diesen Podcast sind zwei autobiografische Texte ganz besonders interessant. Das ist zum einen Kindheitsmuster aus dem Jahr 1976 und zum anderen Nachruf auf Lebende, die Flucht, posthum veröffentlicht im Jahr 2014. Von beiden Texten hat der Audioverlag in Berlin Hörbücher herausgebracht und uns freundlicherweise auch gestattet, Ihnen hier Auszüge daraus zu präsentieren. Wir beginnen mit Kindheitsmuster. Da geht es um die Schriftstellerin Nelly Jordan, die im Sommer 1971 mit ihrer Familie aus der DDR in ihre Heimatstadt reist, die inzwischen zu Polen gehört. Für Nelly wird diese Reise zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit. Insbesondere auch mit der Begeisterung für die nationalsozialistische Ideologie, die ihre Kindheit und Jugend prägte. Der Roman hat drei Erzählebenen. Das ist zum einen Nellys Kindheit, dann ihre Reise nach Polen und ein späterer Bericht darüber. Und die Verschränkung dieser drei Ebenen ermöglicht eine sehr sensible und genaue Annäherung an das Thema.
Gelesen hat diese autobiografisch inspirierte Geschichte Christa Wolf selbst 33 Jahre nach dem Erscheinen des Buches. Produziert wurde die Lesung von NDR Kultur. Das Vergangene ist nicht tot. Es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd. Allmählich über Monate hin stellte sich das Dilemma heraus, sprachlos bleiben oder in der dritten Person leben. Das scheint zur Wahl zu stehen. Das eine unmöglich, unheimlich das andere. Und wie gewöhnlich wird sich ergeben, was dir weniger unerträglich ist durch das, was du machst. Was du heute an diesem trüben 3. November des Jahres 1972 beginnst, indem du Packen provisorisch beschriebenen Papiers beiseite legend einen neuen Bogen einspannst, noch einmal mit der Kapitelzahl 1 anfängst. Wie so oft in den letzten 1,5 Jahren, in denen du lernen musstest, die Schwierigkeiten haben noch gar nicht angefangen. Im Kreuzverhör mit dir selbst zeigt sich der wirkliche Grund der Sprachstörung. Zwischen dem Selbstgespräch und der Anrede findet eine bestürzende Lautverschiebung statt, eine fatale Veränderung der grammatischen Bezüge. Ich, du, sie, in Gedanken ineinander schwimmend, sollen im ausgesprochenen Satz einander entfremdet werden. Zwischenbescheide geben. Behauptungen scheuen, Wahrnehmungen an die Stelle der Schwüre setzen. Ein Verfahren, dem Riss, der durch die Zeit geht, die Achtung zu zollen, die er verdient. In die Erinnerung drängt sich die Gegenwart ein, und der heutige Tag ist schon der letzte Tag der Vergangenheit. So würden wir uns unaufhaltsam fremd werden, ohne unser Gedächtnis an das, was wir getan haben, an das, was uns zugestoßen ist, ohne unser Gedächtnis an uns selbst und die Stimme, die es unternimmt, davon zu sprechen. In Landsberg an der Warthe, Gorzów Jakubowski, gibt es inzwischen einige Erinnerungsorte, die mit Christa Wolf verbunden sind. Zum Beispiel das Denkmal Nellys Bank, enthüllt 2015. Da sieht man eine junge Frau auf einer Bank sitzen, die die Züge der jungen Christa Wolf trägt. Die zweite Hörprobe ist der Beginn von Christa Wolfs Nachruf auf Lebende, die Flucht, in einer ungekürzten Lesung von Dagmar Manzel. Der Text, wie gesagt, veröffentlicht erst 2014, ist eigentlich viel älter. 1971 nämlich hat Christa Wolf erstmals sehr persönlich über ein Thema geschrieben, das sie ihr Leben lang begleitet hat. Die dramatische Flucht ihrer Familie aus Landsberg an der Warthe im Januar 1945. Sie beschreibt dieses Trauma aus der Perspektive einer 15-Jährigen und bietet auch ungeschönte Einblicke in ihre Familie. Sie erzählt zum Beispiel, wie die dominante Mutter als Mittelpunkt der Familie das Offensichtliche ignoriert, bis schließlich die vollgestopften Säcke im Flur stehen. Und auch die Mutter begreift, dass ein Bleiben unmöglich ist. Nein, so ist es nicht gewesen. Wenn ihr es wissen wollt, das einzig wirklich Lästige war das Gezänk, das auch jetzt nicht aufhörte. Jedermann sah in mir noch das Kind, und ich hatte aufgehört, Erklärungen abzugeben. Aber einmal würde ich es ihnen sagen, in aller Liebe, denn ich hing ja an ihnen, das war's doch. Einmal würde ich ihnen sagen, dachte ich damals, doch ich habe es nie getan, man muss darauf sehen, dass man sich angemessen benimmt. Wirklich, mir lag daran, obwohl ich nicht weiß, woher ich es hatte. Von dieser Familie doch nicht. Oder gerade? Von meiner Mutter vielleicht, in deren großen Ausbrüchen ein verzweifeltes Flehen um Würde steckte? Oder von meinem Vater, der diesen Appell absichtlich überhörte, weil er ihm nicht gewachsen war? Doch, das weiß man mit 15 Jahren. Übrigens waren die Väter ja abwesend. Der meine zog mit einer Gruppe gefangener Franzosen, zu deren Bewachungspersonal er gehörte, eine Stellung, die sich noch am gleichen Tag radikal in der Gegenteil verkehren sollte, eben jene Soldiner Straße befehlsgemäß in Richtung Nordosten, deren Anfang ich sehen konnte, wenn ich aus dem Wohnzimmerfenster blickte. Es fing endlich an, hell zu werden, das war mir recht.
Der Morgen würde diesem ganzen Gerenne und Geschreie und Geschluchze ein Ende machen. Viereckige schwarze Klötze tauchten aus dem weißen Schnee auf. Es dauerte ein Weilchen, ehe mir klar wurde, dass viele der Leute, die nachts oder vielleicht jetzt erst vor Minuten an unserem Haus vorbeigezogen waren, gerade hier an der Ecke ihre Koffer einfach in den Schnee gestellt hatten. Ich hatte ja immer, wenn ich oben von meinem Fenster aus die ganze Stadt und den Fluss übersehen hatte, unser Haus als eine Art Vorposten betrachtet, denn was danach kam, konnte man beim besten Willen nicht mehr Stadt nennen. Aber der Gedanke, dass es für die vorbeiziehenden Flüchtlinge genau auf der Grenze zwischen Hoffnung und Verzweiflung stand, war mir unheimlich. Denn dazwischen läuft dieser haarschmale Streifen von Gleichgültigkeit, die ich fürchtete, weil ich von ihr bedroht war. Es war mir nämlich gleichgültig, was mit den Goldrandtasten im Buffet geschehen würde und ob man sie einschließen und den Schlüssel an sich nehmen oder ob man ihn stecken lassen sollte, damit der Feind, der hier bald hausen würde, wenigstens die Möbel nicht beschädigen müsste, um an die Tassen zu kommen. Die Frage ließ mich kalt. Wenn Sie mehr über Christa Wolf hören möchten, dann empfehle ich Ihnen ein weiteres Mal unsere Playlist auf Spotify. Dort finden Sie nämlich auch eine Podcast-Folge von Blaubart und Ginster zu ihrer Erzählung »Kein Ort, nirgends«. Damit sind wir auch schon am Ende des ersten Teils unserer Doppelepisode »Der Osten im Westen – Literarische Schätze aus den Rundfunkarchiven« angelangt. Im zweiten Teil wird es um Siegfried Lenz als Medienarbeiter gehen. Wir werden auf den Rundfunkpionier Friedrich Bischoff zurückkommen. Sie erinnern sich, hallo, hier Welle Erdball. Und uns mit der deutsch-baltischen Autorin Annelen von Mickwitz beschäftigen. Bleiben Sie uns also gewogen und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Sie hörten »Von Asch bis Zips«. 10. Folge »Der Osten im Westen«. Literarische Schätze aus den Rundfunkarchiven. 1. Teil: Hildegard Maria Rauchfuß, Armin Müller und Christa Wolf. Mit Maria Luft und Jörg-Uwe Fischer. Konzept, Moderation und technische Umsetzung: Vera Schneider. Musik: Jasper Libuda. Eine Produktion des Deutschen Kulturforums Östliches Europa 2023.